Heute habe ich ein Rätsel für Sie. Was kann das wohl sein? Anwälte brauchen das nicht zu bezahlen, Handwerker aber schon. Ärzte müssen das nicht bezahlen, Gastwirte aber schon. Vermieter brauchen das auch nicht zu bezahlen, Baufirmen aber schon. Das ist genau die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer bei uns in Deutschland zahlen nur ganz bestimmte Firmen. Ich verrate Ihnen heute, warum das so ist und nicht, weil das im Gesetz steht, klar, sondern warum steht das denn im Gesetz so drin und vor allen Dingen, wie lange noch? Kann es sein, dass wir in Deutschland die Gewerbesteuer für alle Berufe bekommen? Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro. Wir nehmen heute die Gewerbesteuer unter die Lupe und ganz kurz schauen wir uns die Rechtsgrundlage dafür an, wo die im Gesetz genau steht. Das ist, der Name ist Programm, das Gewerbesteuergesetz. Ich zeige Ihnen das auch mal ganz kurz. Alle Quellen, die ich Ihnen heute zeige, habe ich wie immer in der Videobeschreibung drin, wenn Sie die in Ruhe nachschauen wollen. Wir sind jetzt hier im Gewerbesteuergesetz und da im Paragraphen 2, das ist der Steuergegenstand. Und da sehen Sie eben, dass das für Gewerbebetriebe anfällt. Was ist ein Gewerbebetrieb? Ist das jede Firma? Dazu müssen wir das Gesetz wechseln. Das ist eine der berühmten Paragraphenketten, die wir im Steuerrecht haben. Wir müssen jetzt hier ins Einkommensteuergesetz rein, anderes Gesetz und anderer Paragraph. Das ist hier der 15er und der sagt, es gibt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Was das so genau ist, steht hier nicht wirklich drin, sondern es sind Einkünfte nachhaltig mit Gewinnerzielungsabsicht und so weiter. Es wird erst dann ein Schuh draus, wenn wir hier in den Paragraphen 18 gehen, auch im Einkommensteuergesetz. Denn da sehen Sie, da sind die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit geregelt. Und das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Eben zum Beispiel die Ärzte, die Anwälte, die Ingenieure, die Notare, die Künstler genauso. Und das ist das exakte Gegenteil vom Gewerbebetrieb. Also merken Sie sich auf der einen Seite die Gewerbebetriebe, Baufirmen, Gastwirte, Handwerker und auf der anderen Seite die Freiberufler. Im Steuerrecht sind es die Selbstständigen, eben die Anwälte, Ärzte, Steuerberater und so weiter. Und warum zahlen jetzt die einen die Gewerbesteuer und die anderen brauchen sie nicht zu bezahlen? Wieso ist das so? Die Gewerbesteuer ist ja bei uns in Deutschland eine Steuer, die den Gemeinden zusteht. Es ist also keine Bundessteuer, wie zum Beispiel die Einkommensteuer. Und die Gemeinden, die machen mit dieser Gewerbesteuer Folgendes. Die bauen damit Kitas und Schulen und renovieren sie. Die bauen damit Straßen in den Gemeinden. Das passiert alles auf Ebene der Gemeinden und wird eben von der Gewerbesteuer bezahlt. Und das Argument, wer die bezahlen soll, ist eben, wer diese Infrastruktur stark nutzt, also insbesondere zum Beispiel die Straßen in den Städten, der soll eben auch diese Gewerbesteuer bezahlen. Aber das erklärt ja immer noch nicht, warum die einen Firmen sie bezahlen müssen, die Gewerbebetriebe, und die anderen, die Freiberufler, nicht. Da ist eben das historisch gewachsene Argument, so nennen wir Steuerrechtler das, dass eben die Gewerbebetriebe eine stärkere Straßennutzung haben. Die fahren die schwereren Autos, die fahren öfter auf den Straßen und sie produzieren übrigens auch mehr Müll. Der Müll in den Gemeinden, die Entsorgung, das kostet ja auch mehr Geld. Und das Argument ist da eben, dass man sagt, ein Gewerbebetrieb produziert mehr Müll wie zum Beispiel ein Handwerker im Vergleich zur Anwaltskanzlei. Und deswegen zahlt die Anwaltskanzlei keine Gewerbesteuer und der Handwerksbetrieb eben doch. Aber ist das denn heute noch zeitgemäß? Seien wir doch mal ehrlich, eine Anwaltskanzlei produziert doch nicht wirklich weniger Müll als ein Handwerksbetrieb, zum Beispiel eine Schreinerei. Nehmen wir mal als Beispiel eine der Großkanzleien, die wir hier in der Frankfurter Innenstadt haben, mit 100, 200 oder mehr Mitarbeitern. Glauben Sie ernsthaft, dass die weniger Müll produzieren als der Drei-Mann-Schreinerbetrieb? Der muss aber die Gewerbesteuer bezahlen, die Großkanzlei nicht. Und ich spreche nicht von den Industrieabfällen, die zum Beispiel im Handwerk anfallen. Lacke, Farben, Metalle, Holz. Das entsorgen die Betriebe ja getrennt
Und nicht über die Müllabfuhr in den Städten und Gemeinden, sondern über spezielle Recyclingfirmen. Das zählt also nicht bei dieser Unterscheidung mit der Gewerbesteuer, wer sie bezahlen muss und wer nicht. Und das andere Beispiel mit den Straßen, dem Straßenbau, der Sanierung von den Straßen. Dieses alte Argument, dass Gewerbebetriebe die Straßen mehr nutzen als die Freiberufler, auch das nochmal, ist das heute denn noch zeitgemäß? Das Büro, hier wieder bei uns in Frankfurt am Main als Beispiel, das Büro mit mehreren hundert Angestellten, die nicht mit dem ÖPNV zur Arbeit fahren, die benutzen doch genauso die Straßen und tragen zur Abnutzung der Straßen bei wie der Handwerksbetrieb. Nochmal die Drei-Mann-Schreinerei, die die Gewerbesteuer bezahlen muss für den Straßenbau und das hunderte Mann starke Büro eben nicht. Also so ganz zeitgemäß scheint das mit der Unterscheidung bei der Gewerbesteuer ja nicht. Die Gewerbebetriebe auf der einen Seite, die die volle Steuerlast haben, und die Freiberufler auf der anderen Seite, die es eben nicht bezahlen müssen, obwohl beide die Infrastruktur in den Städten und Gemeinden zu gleichen Teilen nutzen. Denn denken Sie mir immer dran, die Gewerbesteuer ist eine Steuer der Städte und Gemeinden. Und wäre es dann nicht fair und gerecht, wenn alle Firmen die bezahlen? Egal, ob es ein Gewerbebetrieb ist, die Tischlerei, die Schreinerei, die Autowerkstatt, der Gastronom und auf der anderen Seite die Anwälte, die Steuerberater und die Ärzte. Und das ist auch der Grund, weswegen die Gewerbesteuer bei uns in Deutschland immer wieder in der Diskussion ist, ob sie eben nicht doch alle Firmen bezahlen sollten. Die Kritiker, die sagen ganz klar, Frau Lederer, was wollen Sie denn? Das Bundesverfassungsgericht, unsere Hüter der Verfassung, die haben doch schon vor vielen Jahren entschieden, dass die Gewerbesteuer im Einklang mit dem Grundgesetz steht und eben auch diese Unterscheidung zwischen Freiberuflern und Gewerbebetrieben. Das ist korrekt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2008, das ist also schon ein Weilchen her, entschieden, die Gewerbesteuer und die Unterscheidung zwischen den Branchen ist verfassungsgemäß. Aber ich verrate Ihnen was. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht mehr recht. Diese Entscheidung ist überholt. Und wir schauen uns auch mal ganz genau an, wie das Bundesverfassungsgericht das begründet hat. Sie sehen hier die Internetseite von dem Gericht und in den Pressemitteilungen. Da haben wir eben die Entscheidung. Sie sehen das hier aus dem Jahr 2008. Sie sehen das hier auch in der Überschrift. Da steht eben die Gewerbesteuerfreiheit von Selbstständigen, in dem Fall und Landwirten. Und die Abfärberegelung, anderes Thema, da mache ich nochmal ein separates Video zu. Das ist eben, so steht es hier, verfassungsgemäß. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich damals eine Begründung einfallen lassen, die muss ich Ihnen unbedingt vorlesen. Die Richter rechtfertigen das mit der unterschiedlichen Gewerbesteuer, für die einen ja und für die anderen nein. Das rechtfertigen die so. Die im Regelfall akademische oder vergleichbare besondere berufliche Qualifikation oder schöpferische Begabung als Voraussetzung für die Erlernung und Ausübung eines freien Berufs, Freiberufler, die besondere Bedeutung der persönlichen, eigenverantwortlichen und fachlich unabhängigen Erbringung der Arbeit, verbunden mit einem häufig höchstpersönlichen Vertrauensverhältnis zum Auftraggeber, aber auch die spezifische staatliche, vielfach auch berufsautonome Reglementierung zahlreicher freier Berufe, insbesondere im Hinblick auf berufliche Pflichten und Honorarbedingungen, lassen bei der gebotenen, typisierenden Betrachtung auch heute noch signifikante Unterschiede zwischen freien Berufen und Gewerbetreibenden erkennen. Was das Bundesverfassungsgericht damals im Endeffekt gesagt hat, ist, wer studiert hat, bezahlt keine Gewerbesteuer. Wer nur einen Ausbildungsberuf hat, eine Lehre absolviert hat, der bezahlt Gewerbesteuer. Das ist die Message in der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht aus 2008. Dazu kann ich nur sagen, liebes Bundesverfassungsgericht, das ist nicht mehr zeitgemäß. Seien wir doch mal ehrlich, was Anwälte, Ärzte, Steuerberater verkaufen am Markt gegenüber dem Kunden, ist doch letzten Endes genauso ein Produkt wie die Tischlerei, die das Möbel verkauft. Der Autohändler, der die Reifen verkauft, die Winterreifen.
Es unterscheidet sich doch nur dadurch, dass Sie kein Produkt in der Hand haben. Aber letzten Endes geht es immer darum, Sie haben eine Firma, die was anbietet und einen Kunden, der das kauft. Und da unterscheiden sich diejenigen, die studiert haben mit ihren Berufen in den Firmen, durch nichts von denjenigen, die Ausbildungsberufe mit einer Lehre und anderen Qualifikationen haben. Und der zweite Grund, den das Bundesverfassungsgericht anführt als Rechtfertigung dafür, dass die freien Berufe keine Gewerbesteuer bezahlen, auch der stimmt einfach nicht mehr. Da argumentiert das Bundesverfassungsgericht, dass zum Beispiel die Anwälte und die Steuerberater genauso wie die Ärzte ja strenge Berufsvorschriften haben. Sie haben die Aufsicht von der Anwaltskammer, der Steuerberaterkammer, der Ärztekammer. Und sie haben viele Voraussetzungen und Vorschriften zu erfüllen, wenn sie den Beruf ausüben wollen. Und dann muss man sie doch im Gegenzug bei der Gewerbesteuer verschonen. Auch das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Schöner Gruß nach Karlsruhe. Das ist heute nicht mehr so und das ist auch schon länger nicht mehr so. Denn wenn Sie heute in Deutschland eine Firma gründen, neu eröffnen, dann haben Sie genau dieselben strengen Bedingungen und Vorschriften wie wir Anwälte, Steuerberater und Ärzte auch. Bei uns sind es die Kammern, die uns ziemlich strenge Vorschriften machen. Aber schauen Sie mal, wenn Sie eine Firma in Deutschland gründen, dann steht bei Ihnen nicht nur sofort das Finanzamt auf der Matte mit allen möglichen Vorschriften, sondern die Berufsgenossenschaft, die steht direkt vor der Tür und will von Ihnen Beiträge. Falls Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit mal einen Unfall haben. Was ich damit sagen will, ist, die Gewerbebetriebe in Deutschland haben mit Sicherheit nicht weniger Vorschriften und bürokratische Zwänge als die Freiberufler in Deutschland. Also das als Unterscheidungskriterium zu nehmen und zu sagen, okay, die Freiberufler brauchen keine Gewerbesteuer bezahlen, weil sie ja sowieso schon so viel bürokratische Vorschriften zu erfüllen haben. Das zieht einfach in der heutigen Zeit nicht mehr. Von daher halten wir mal als Zwischenergebnis fest, dass die Gewerbesteuer in der heutigen Form nicht mehr zeitgemäß ist, indem sie nämlich zwischen den Gewerbebetrieben einerseits unterscheidet und den Freiberuflern andererseits. Und genau diese Gedanken macht man sich in Berlin zurzeit natürlich auch. Denn die Gewerbesteuer, wenn Sie da was ändern, das lohnt sich richtig. Ich zeige Ihnen auch dafür die Quelle. Da sehen Sie die aktuellen Zahlen bei der Steuer und hier sehen Sie, wie viel bei der Gewerbesteuer in Deutschland reinkommt. Das sind mehr als 61 Milliarden Euro im letzten Jahr 2021. Die Zahlen für 2022 komplett haben wir noch nicht. Wenn Sie also da an der Schraube drehen, dass sie eben doch für alle Firmen in Deutschland gilt, dann kommt da noch mal richtig viel Geld rein. Da lässt sich dann auch alles bezahlen, was die Städte und Gemeinden nach Corona-Zeiten so dringend brauchen. Ob es der Straßenbau ist oder die Kita und die Schulen und die Museen. Aber wie gerecht ist das? Wie gerecht finden Sie das? Ich habe eine Umfrage gestartet in der Community auf unserem Kanal. Sind Sie dafür, dass die Gewerbesteuer von allen Firmen in Deutschland bezahlt werden sollte? Ich spreche nicht von den kleinen Firmen, die ja aktuell auch schon den Freibetrag haben bei der Gewerbesteuer, wenn sie vom Gewinn her weniger als 24.500 Euro im Jahr machen, dann sind sie bei der Gewerbesteuer sowieso nicht dabei. Das trifft nur größere Firmen oder wenn sie eine Kapitalgesellschaft, zum Beispiel wie eine GmbH sind. Wir bei TaxPro sind eine solche GmbH. Was ist Ihre Meinung? Ich bin gespannt drauf. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich was mitgenommen haben heute und gut ins neue Jahr starten. Wir sehen uns Montag, Freitag 18:30 Uhr auf dem Kanal wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.